Moin Moin und willkommen zur 19. Ausgabe von Topsys 180. Ich fasse wieder die News der letzten Tage in etwa 180 Sekunden zusammen. Am Ende gibt es wieder einen kurzen Tipp der Woche. Okay, los geht's nach dem Intro. IBM. IBM hat als erster einen 2-Nanometer-Chip für Ende 2024 angekündigt. Dieser soll 45% mehr Performance und 75% weniger Strom verbrauchen als ein 7-Nanometer-Chip und bis zu 5 Milliarden Transistoren auf der Größe eines Fingernagels bieten. Intel. Nach Angaben des neuen Intel-Chefs, Pat Gelsinger, wird die weltweite Halbleiterkrise noch mehrere Jahre andauern. Da die Verknappung auch weltweite Auswirkungen auf andere Industrien, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, hat, will jetzt auch die US-Regierung unterstützen. Allerdings werden in den USA nur noch etwas über 10% der Halbleiter gefertigt. Vor 25 Jahren waren es noch mehr als ein Drittel. Des Weiteren gab es von Intel noch die News, dass die DG2-Grafikkarten, also besser gesagt die Chips für die Notebooks, bereits Ende KW43 vom Band laufen sollen. Zuerst werden allerdings die kleineren Varianten rauskommen. Die schnelleren der fünf verschiedenen GPUs werden dann erst Anfang nächsten Jahres oder noch Ende dieses Jahres released. Ich bin gespannt, wie sich diese dann im Vergleichstest schlagen werden. Grafikkarten. Die MSI RTX 3080 Ti Supreme X scheint jetzt im Verkauf zu sein. Der Preis liegt allerdings ein wenig über den angepeilten 1000 Dollar. Wenn ihr also etwa 3500 Dollar übrig habt, könnte die Karte eure sein. Leider gibt es hierfür noch keine offiziellen Treiber und somit könntet ihr hier leider noch einige Probleme bekommen. Disney. In Zusammenarbeit mit ehemaligen Boston Dynamics-Mitarbeitern entwickelt Disney den zweibeinigen Roboter Groot. Leider ist dieser allerdings nicht zu erwerben, da wäre wahrscheinlich sowieso viel zu teuer, sondern soll vielmehr in Themenparks mit Parkgästen interagieren. Im Vorschauvideo zeigt Disney eine voll animierte Puppe von Baby Groot, die tanzen, laufen, winken und sogar auf einem Bein stehen kann. Auch sprechen soll sie können, wobei das allerdings nicht so schwierig ist, denn da kann ja eigentlich höchstens I am Groot rauskommen. Das Video dazu habe ich unten mal in der Beschreibung verlinkt. SpaceX Mit SN15 ist es nun Elon Musk mit seinem SpaceX das erste Mal gelungen, nach einem 10km Testflight das Raumschiff erfolgreich zu landen. Es gab zwar ein kleines Methanfeuer nach der Landung und auch leichte Abweichungen, was den Einsatz der Triebwerke betraf. Es wurde gesagt 3, 2, 1, aber es sind die ganze Zeit zwei bei der Landung gezündet worden. Und vielleicht ist das auch die Ursache dafür, dass es dann doch etwas härter gelandet ist. Also die Beine sind ein bisschen eingeknickt und auch sehr, sehr knapp am Rand. Dennoch sind wir nun einen guten Schritt weiter gekommen auf unserem Weg zum Mars. Und da sind wir schon beim Tipp der Woche. Das fünfte Element von 1997. Ein Sci-Fi-Actionfilm, der eigentlich keiner weiteren Erklärung bedarf, meiner Meinung nach. Zu sehen unter anderem Bruce Willis als Taxifahrer Corbin Dallas. Gary Oldman, also ihr wisst, Batmans guter Commissioner, als Zorg verschnitt Chris Tucker von Rush Hour als Ruby Rod, Grün, 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 grün. Mila Jovovich als Lilo mit Multipass. Also schaut euch das Kultmeisterwerk von Luc Besson gerne zum zweiten oder dritten Mal an. Zu sehen ist es bei Netflix in 4K. So, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Das ist mein Lohn und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Okay, bye bye.